Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tage Nacht am Ballermann. Wir sind wieder losbar. Im Inselfieber. Ich hab meine Fieber in meiner Bauchtasche. Ich hab die Winterfahrt. Wir sind Playa Olica. Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 23 Grad. Die verlassen wir gleich aber erstmal, weil ich muss ins Fun Shopping Center. Das liegt so zwischen der Playa und Palma. Und da fährt man mit der Linie 25 hin, von der dritten Meereslinie ausgesehen. Ich muss halt ein bisschen was einkaufen und das macht man dann halt am besten da. Wetter, wie gesagt, 23 Grad, die Sonne scheint. Norden, Nordosten der Insel ist wieder ein bisschen am Regnen. Heute Nacht so gegen 5, 6 Uhr war es bei uns am Regnen, hat ein bisschen gedonnert. Aber ansonsten war der Tag über noch sehr schön. Und die kommenden Tage sollen jetzt auch wieder besser werden. Morgen haben wir so 23 Grad, aber dann klettern die Temperaturen wohl auch wieder auf über 25 Grad. Ja, und heute Abend haben wir das Europa League Finale. Leverkusen spielt heute und das werde ich mir im Latino angucken. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal unterwegs Richtung, Richtung Fun und dann sehen wir uns später wieder unten an der Playa. Aber ich gebe euch schon mal kurz die Auftritte durch, die wir heute haben. Wo ich hingehe, weiß ich noch gar nicht. Kommt mal darauf an, wann ich wiederkomme nachher und ja, wie der Abend so verläuft im Latino. Ne? Also, Bierkönig haben wir heute Sabotage, Mary, Julian Sommer, der Zipfelbube und Tobi. Im Oberbayern Gebrüder Doof, Schäfer Heinrich und der Stefan Stürmer. Im Bolero Stefan Mischer. Im Megapark Samu, die jungen Zillertaler, Lorenz Büffel, Marc Eggert und die Fire Squad. Und in der MK Arena der Kellermischel. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Grüße gehen raus an alle und jetzt geht's erstmal Richtung Fun Shopping Center. Sorry, also ist doch die 23, nicht die 25. Und das hier sind dann die Haltestellen. Hier ist dann Los Fam und hier geht es dann weiter Richtung Plaza España. So, angekommen hier am Fun. Wie man sieht, ist nicht weit vom Flughafen weg hier. Uhr, mittlerweile wieder angekommen hier unten an der Playa. Machen wir noch mal einen kleinen Spaziergang jetzt Richtung Latino. Und dann gucke ich mir gleich mal das Euroleague-Finale an. Ja, hat auch gereicht im Shoppen, also genug Geld ausgegeben. Ja, also mein Plan ist also jetzt das Spiel gucken und zum Schlusspfiff, wenn Leverkusen gewinnen sollte, den Rest noch am Bierkönig zu gucken. Und dann haben wir auch nach dem Spiel noch den Auftritt vom Zipfelbuben.
Den schauen wir uns dann wahrscheinlich auch noch an. So zumindest der vorläufige Plan. Auch wenn ihr hier jetzt gerade eine Pfütze seht, nein, geregnet hat es nicht an der Playa. Zumindest nicht in der Zeit, wo ich hier war. Ich glaube aber nicht, als ich im Fun war, dass hier geregnet hat. Herrlich, dieses Wetterchen. Ja, und nochmal zum Fun, wer noch nicht da war, da gibt es diverse Einkaufsmöglichkeiten, Deichmann, H&M, C&A, Primark, Mediamarkt, Decathlon, noch einige Futterbuden und dann gibt es auch noch den Carrefour und ja, der Carrefour ist so groß, da kannst du dich echt verlaufen drin, da gibt es auch alles, Essen, Lebensmittel, Haushaltssachen, Waschmaschinen, Fernseher. Also wer mal ein bisschen shoppen will, kann auch mal ins Fun fahren. Mit der Linie 23 von der dritten Meereslinie aus gesehen. Kurz über die Autobahn rüber. Ganz in der Nähe vom Flughafen. Also hier die Ecke ist doch ganz schön ruhig gerade. Vom 9er runterkommend jetzt bald bis zum 7er an der Bierstraße. Und durch die Bierstraße gehen wir jetzt auch mal eben.
Viel Erfolg nachher. Viel Erfolg. Ja, noch übersichtlich hier, aber ich schätze mal, spätestens zum Fußball wird es hier voller werden. Wobei, im Dürmchen sind noch schon einige. Läuft wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schon ewig nicht mehr gesehen. So, und da geht's mal rein ins Latino. So, bevor es nachher zum Fußball weitergeht im Latino, gehen wir mal eben in den Bierkönig rein. Da ist jetzt gerade oder gleich Julian Sommer. Alle immer mal vor! Alle immer!
da war dann mal eine Überraschung. Da gibt es zum Auftritt von Julian Sommer und am Ende ist dann noch neben Julian Sommer, Mia Julia und Frenzy mit auf der Bühne mit dem neuen Lied. Ja, aber da kommt am Donnerstag, am Freitag kommt es raus. Freitag ist immer Release. Ja, allzu viel werde ich davon nicht reinschneiden können, weil es noch nicht draußen ist. Das wird dann sowieso komplett gesperrt. Von daher, ja, mal schauen, wie ich es mache. Aber war auch schön, hat Spaß gemacht. Ich stehe jetzt hier gerade hier mit meinem Kindle am Ballermann 7 und jetzt geht's ins Latino. Fußball gucken. Leverkusen gegen Atalanta Bergamo. Also hier, Leverkusen-Fan, sind gerade 2-0 verlieren, trotzdem feiern wir hier. So, zweite Halbzeit geht weiter in Leverkusen, 2-0 verlieren. Aber man kennt ja Leverkusen, die machen am Ende immer die Tore. Also, mal schauen. So, wir haben jetzt Punkt 23:10. Leverkusen hat gegen Bergamo 3:0 verloren. Boah, hätte ich echt damit gerechnet. Leverkusen war von den Quoten hier der Favorit, aber ja, wenn man keine Tore schießt und 3 kassiert, dann hat man halt verloren. Erste Niederlage von Leverkusen dieses Jahr. Mal sehen, jetzt haben sie noch ein Spiel gegen Kaiserslautern im Pokalfinale. Wäre natürlich bitter, wenn sie dann so eine fast perfekte Saison haben und dann nur einen Titel holen. Aber das ist wie das. Ja, hier geht es aber im Bierkönig zum Zettelbieten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Auftritt gleich. So, angekommen in der Schengenstraße. Ist da doch ein bisschen mehr los wie gedacht. Naja, viele gehen jetzt wahrscheinlich nach Hause vom Fußball. Aber ansonsten sieht es auch ganz gut gefüllt aus hier. Und dann geht es rein in den Bierkönig. So, gerade beim Bierkönig gewesen und da waren ein paar, also zwei Leverkusener Mädels, die sind natürlich sehr traurig, haben mir ihren Aufkleber gegeben. Ja, hat leider nicht für euch gereicht, aber ja, ich als Kölner im Endeffekt war es halt neutral. Ich hätte mich gefreut, wenn sie gewonnen hätten, bin aber auch nicht traurig, weil sie verloren haben. Deswegen, ja, schade für euch, Pillen, Leverkusener, ja, Pillen nennen wir euch ja als Kölner. Ja, seid nicht traurig. Ihr habt eine super Saison gespielt und dann schauen wir mal, wie es ausgeht am Wochenende gegen Kaiserslautern. Aber immerhin seid ihr deutscher Meister geworden. Wir sind abgestiegen. So ist hier gerade die aktuelle Lage in der Schengenstraße. Wir haben jetzt 23:35 Uhr. Gerade hier am Mamboleo. Da ist er ja. Da ist er ja. Viele Grüße. An wen denn? In Saarland. In Saarland. In die Heimat. In die Heimat. Hochwassergebiet. Oh, ganz schlimm, ja? Ja,
manche Gegenden waren nicht so toll. Auch bei mir in der Heimatstadt, aber aktuell ist wieder okay. So, für mich geht es wieder auf ins Latino und dann zum Killermischel. Habe ich glaube ich schon erzählt. Ich weiß ja gar nicht mehr. Immer so viel reden. Man vergisst doch manchmal einige Sachen. Manchmal gar nicht so einfach hier durchzulaufen durch die Schickenstraße. So, den ganzen Weg zum Latino muss ich euch ja nicht mitnehmen und dann sehen wir uns gleich in der Bierstraße mal eben ganz kurz. Schätze ich mal, so zumindest der Plan jetzt und dann geht's zum Killermischel in die MK Arena. Wir sind gerade hier in der Bierstraße am Deutschen Eck, am Las Palmeras und jetzt gleich live on stage der Killermischel.
ohne Geld, wenn's sein muss, mit dem Floß. Und wenn wir drüben sind, dann wird es richtig schön. Wir werden unsere Mannschaft wieder siegen sehen. Senorita, Stefan, wir spielen Europa. Und wir feiern den Dank und fliegen den Dank. Im Land der Kanten werden wir grüßen. Wieder in euch sterben euch das. Ein Riesenapplaus für die zwei Jungs. Neue Nummer mit allem Klausi. Wer von euch kennt Homer Simpson? Der junge Mann hier kennt das Lied. Er singt's euch mal an. Achtung. Wir hauen das Bier weg wie Homer Simpson. Freunde, es gibt ein, du möchtest auch ein Bild. Jan. Das Bild geht nach Hamburg, Martin. So, Freunde des Player-Hole-KTVs hier um 1.36 Uhr mittlerweile. Das war jetzt der Auftritt vom Killer-Michel.